Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe morgen noch einen Tag Zeit, um mich entsprechend für Tour vorzubereiten, aber es geht wieder auf den Westweg und ich bin hier gerade schon ein wenig am Rucksack Probepacken, noch mal ein bisschen, ja, üben in Anführungszeichen mit dem alten Rucksack, den ich hier aufhabe. Der ist wirklich alt, der hat 17 Jahre auf dem Buckel. Ich bin aber der Meinung, er ist noch gut und ich möchte ihn jetzt gerne nochmal hernehmen, weil ich ihn vielleicht auch sogar für die Schwedentour dann nochmal hernehmen möchte. Ich sehe jetzt an dem Ding nichts, was so schlecht wäre, dass man sagen könnte, der Rucksack ist nicht mehr stabil oder fliegt gleich auseinander oder trägt sich schlecht. Er ist teilweise ein bisschen umgangssprachlich angegammelt. Es löst sich eine Beschichtung, die innen drin mal wohl scheinbar mal gewesen ist. Das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als hätte der komplette Rucksack Pilzbefall. Ist aber nicht, ist wirklich bloß irgendeine Kunststoffbeschichtung, die da abgeht. Ich würde sagen, ich kann auch ohne diese Beschichtung leben. Deshalb ist das Material ja noch lange nicht irgendwie nicht mehr strapazierfähig oder ähnliches. Sinn und Zweck dieses Videos ist jetzt, dass ich einfach nochmal zeigen möchte, wie man denn so einen Rucksack packt. Ich habe noch nicht die endgültige Füllung drin, also noch nicht hundertprozentig das, was mit soll. Es ist alles so in Anteilen sozusagen enthalten. Er wird generell noch ein bisschen voller und vielleicht kommen noch ein paar mehr Klamotten insgesamt dazu. Aber ja, ich packe ihn nochmal aus und dann packe ich ihn jetzt vor laufender Kamera nochmal. Also kurz, wie gesagt, ist noch nicht vollständig. Was zum Beispiel jetzt noch nicht auf dem Haufen liegt, ist halt noch mehr Essen. Das ist noch nicht ganz komplett. Es fehlt noch das Erste-Hilfe-Set. Das ist nämlich noch leer, weil ich da ja am Experimentieren noch bin. Also da ist jetzt gar nichts drin außer Luft. Und Regenklamotten. Vor allen Dingen dann noch die Regenklamotten. Generell bin ich noch am Überlegen, ob ich nicht noch einen zusätzlichen Pulli mitschleppe, weil es wirklich arschkalt sein soll, wohl die nächsten Nächte. Und man will ja abends noch ein bisschen im Lager hocken und nicht die ganze Zeit dann nur im Schlafsack liegen. Das sollte eigentlich kein größeres Problem sein, aber naja, ich bin gespannt. Ich war schon lange nicht mehr bei wirklich niedrigen Temperaturen unterwegs. Zeug. Ich teste jetzt schon quasi die Ausrüstungszusammenstellung, die ich für Schweden plane. Deshalb sieht man da schon diese dezente rote Flasche rumstehen. Benzinkocher ist diesmal angesagt. Braucht man für Deutschland normalerweise gar nicht. Ist im Winter auch schon gar nicht mal so unhilfreich. Aber unbedingt brauchen, würde ich sagen, muss nicht unbedingt sein. Für Skandinavien braucht man den dann, ja, das ist so eine Frage, aber das gehört jetzt alles nicht hierher. Jetzt, ich zeige euch einfach mal, was ich mitnehmen will, sonst wird das wieder so ein ewig langes Video. Also, einmal Elefantenhaut. Frisch geschenkt bekommen. Nochmal herzlichen Dank. Die wird mir jetzt sicher sehr gute Dienste leisten als Untergrund fürs Lager. Das ist der Fressaliensack. Der ist halt, wie gesagt, noch nicht ganz vollständig. Da ist jetzt zum Beispiel drin Tortelloni steht drauf, die billigen da. Da sind auch noch Soßen drin und so weiter. Generell wollte ich mal ein bisschen für meine Verhältnisse größeren Kochaufwand betreiben und habe dann also auch jetzt Nahrungsmittel eingeplant, die eine Weile kochen müssen. Und nicht nur eben Track and Eat und ähnliche Tüten, wo man halt heißes Wasser reingibt und fertig ist. Das wird es diesmal vielleicht auch reinnehmen, ich mit, denke ich. Aber ja, die sind mir dann einfach zu teuer und ich hab die Kapazitäten, sowas mitzuschleppen, deswegen tue ich das dann auch. Das hier ist die Isomatte, die ich letztes Mal schon dabei hatte, dieses blaue Ding, selbst aufblasend. Soll noch eine Ergänzung zur großen Isomatte sein, weil es halt wirklich ziemlich kalt sein wird. Dann ist die eigentlich größtenteils zur Isolation gedacht. Das Ding wird nicht viel isolieren, beides in Kombination allerdings halt dann doch nochmal das eine oder andere zusätzliche Grad. Und es ist einfach erheblich gemütlicher, wenn man nochmal zusätzlich so eine aufblasbare Isomatte hat. Die ist zu kurz, die hat glaube ich nur 1,20 Meter Länge oder was, da passe ich also nicht ganz drauf. Aber der wesentliche Teil meines Körpers, die Füße dann halt nicht, sollte da unterkommen. Also das wäre zum Thema Bodenisolation, eben natürlich auch nochmal zusätzlich mit der Elefantenhaut, die bringt auch nochmal ein bisschen Isolation, ist ja nicht so, dass die gar nicht hilft. So, Lager ist das, Baumarktplane wie immer, ist im Winter auch nicht anders. Dazu gehört ein Säckchen mit Heringen, Schnüren, etc. Ne, eigentlich war es da schon, mehr ist nicht drin als Heringe und Schnüre. ja, eine Flasche Benzin. Primus Power Fuel, falls das jemand interessiert, was ich da verwende, ist meiner Meinung nach so, ja, ich habe das Gefühl, das brennt länger als günstigere Varianten, mit denen man auch meinen Kocher betreiben könnte.
Sowas ist natürlich, das ist die Literflasche, die ist deswegen so groß. Ich habe nur die eine, weil wenn ich einen Benzinkocher mitnehme, dann habe ich auch was Großes vor und dann will ich auch genug Brennstoff dabei haben, ohne 15 Mal unterwegs zwischendurch nach Benzin suchen zu müssen. Und mit so einem Liter Brennstoff, da kommt man gut 10 Tage aus, wenn man sich nicht ständig einen Tee kocht. Richtig, nicht ständig Tee kochen. Da ich ja auch einen gewissen Kochaufwand vorhabe, habe ich hier ein ziemlich umfangreiches Kochset, bestehend aus großem Topf, einem Pfannendeckel, meinem Titantopf, den kennt ihr ja, und meiner Titantasse, in der könnte man theoretisch auch nochmal was machen. Also im Prinzip kann ich drei Sachen parallel irgendwie in Töpfen halbwegs warm halten und ähnliches. Nachteil, wenn ich den Benzinkocher nehme, dann kann ich keine Tasse draufstellen, weil der ist nur für Töpfe ab einem gewissen Mindestdurchmesser und meine Tasse ist dann einfach zu klein, die kriege ich da nicht drauf. Aber das ist auch nicht so dramatisch. Ich will mich ja kurz fassen. Waschzeug in entsprechender Waschschüssel. Ich glaube, viel mehr als einmal kurz ein bisschen mit Schnee abrubbeln werde ich nicht tun an Hygiene, aber theoretisch wäre hier drin ein winziges Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta, ein bisschen Seife und Seife ist auch zum Abwaschen gedacht und das war's. Ich werde mir noch einen Schwamm mitnehmen zum Spülen. Spülen ist im Winter bei eiskaltem Wasser immer so eine Angelegenheit. Das macht man überhaupt nicht gerne. Also ich persönlich, das ist mir ein Graus, da graust es mich jetzt schon, wenn ich ans Abwaschen denke. Das ist so, kalte Nächte ist das eine, aber Abwaschen in kalten Nächten oder morgens mit der morgendlichen Arschkälte, wenn es am allerkältesten ist. Uah! Ja, dann, das werdet ihr auch natürlich auch noch ausführlich unterwegs sehen. Ich habe lange nicht in Einsatz gehabt, weil mir ja der Zoll meine Brennstoffflasche geklaut hatte, inklusive meiner Brennstoffpumpe. Da ist jetzt so ein bisschen Alumaterial, das ist eine Unterlage für den Kocher, damit er im Schnee nicht einsinkt und in den Boden geschont bleibt. Dann hast du da noch einen Alu-Windschutz drin und wie gesagt, den seht ihr dann später noch im Einsatz. Ich habe da auch noch, ach nee, das ist im Topf. Im Topf ist noch ein kleiner Elspeth-Kocher für die mittägliche Tasse Tee zum Aufwärmen. Da will ich nicht immer erst extra den Benzinkocher anwerfen, bis man das alles zusammengebaut hat und so weiter und so fort. Da bin ich schlichtweg zu faul. Es ist jetzt nicht so, dass es ewig gehen würde. Aber wozu denn Aufwand, wenn es nicht unbedingt sein muss? Also mittags habe ich wirklich keine Lust, da großartigen Aufwand zu betreiben. Schlafsack, Defense 4. Ich hatte überlegt, ob ich noch meinen Tropen mit dazu in den Packsack packe, damit das dann Ganze bis minus 20 Grad Limitbereich irgendwie reicht. Aber das ist mir dann doch jetzt ein bisschen übertrieben. Mit Klamotten im Schlafsack sollte es dann auch möglich sein, also wirklich die vollen minus 15, die der hier theoretisch Komfortlimitbereich hat, zu erreichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch noch ein bisschen weiter drunter geht, da ich zurzeit doch relativ gut trainiert bin und dementsprechend relativ gut heize, hoffe ich zumindest, dass das dann relativ gemütlich sein sollte. Weil, also wenn das jetzt nicht reicht, im momentanen Trainingszustand, dann weiß ich auch nicht. So gut trainiert war ich lang nicht. Gamaschen. BW-Kälteschutzjacke ist zwar für Trekkingtouren im Prinzip der Graus, weil es absolut nicht gut zu komprimieren ist, dieses Ding. Das hat ein riesen Packmaß gefühlt. Also für so eine, für doch so dick ist die jetzt auch wieder nicht, dass das rechtfertigen würde, dass das so ein Klumpen ist. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit, weil ich kann es mir leisten. Ich habe genug Platz. Ich habe einen 95 Liter Rucksack für eine 3 bis 4 Tage Tour. Also das ist kein Problem. BW lange Unterhose. Sehr sexy. Hocherotisch das Ding. Aber ist meine lieblingslange Unterhose. Es gibt kaum was, was wirklich so kuschelig und warm ist. Und ich finde die toll. Ganz dünner Fließpulli, ganz alt, ganz billig. Das heißt, er war schon mal teuer, aber inzwischen, weil er so alt ist. Funktionsshirt, nichts Besonderes, auch ein Kunststoff. Und meine gute alte Fließjacke, die ich schon in gefühlten 7000 Videos anhatte. Letzter Zeit ist nicht so oft. Das kommt alles in den Rucksack. Ich habe natürlich noch mehr Klamotten, aber ich muss ja nicht alles in den Rucksack packen, weil ich eine gewisse Mindestausstattung immer anhaben werde. Und die liegt dann nochmal auf dem extra Haufen und wird natürlich nicht im Rucksack landen. Ja, und das war's eigentlich soweit jetzt auch fürs Erste. Wie gesagt, Regenklamotten fehlen jetzt noch, Erste-Hilfe-Paketing fehlt noch und Kleinkram wie zum Beispiel Taschenlampe und so. Aber sowas habe ich immer gerne in der Hosentasche. Auch das Messer natürlich und meine EDC-Dose, meine kleine, die würde ich auch mitnehmen, und die erst recht, die hat natürlich sofort einen Platz in der Hosentasche verdient. Und ebenfalls in der Hosentasche landen dann noch ein Spork,
weil ich den sonst immer verliere. Ich habe schon so oft mein Essgeschirr verloren, dass ich Experte bin im Stäbchen schnitzen und Milchreis zum Beispiel mit Stäbchen essen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Und ein Feuerzeug, davon kann man nie genug dabei haben, da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ist nicht so, dass meine EDC-Dose irgendwie vier Möglichkeiten zum Feuer machen hätte, aber man weiß ja nie, gell? Gut, und dann packen wir jetzt mal eine Runde Rucksack. Gut, ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, das mal mit dem Kamerawinkel zu machen. Da hätten wir den Rucksack, das gute Stück. Den werde ich euch auch nochmal separat ein bisschen zeigen. Geht einfach mal davon aus, dass es ein 95 Lowe Alpine oder Lowe Alpine oder was auch immer Rucksack ist, sich Kero Torre nennt. Ja, 95 Liter, 75 plus 20. Ich hoffe, man kann es sehen. Besteht aus einem Bodenfach, einem Hauptfach und hat keinerlei sonstige Extras, was gerade gut ist, weil dann wiegt er auch weniger. Also alle Zusatzschnickschnack, die man im Rucksack dran hat, ist natürlich auch wieder Gewicht, was man mitschleppen muss. Das ist alles Material und ich will also spätestens für die große Tour dann ungern unnötige Grams mit mir rumschleppen. Und da gehört ein Rucksack mit Funktionen, die ich dann eh nicht nutze, natürlich dazu. Schlafsackfach, also das ist das, was ich euch eben erzählt habe, mit dem Material, was hier irgendwie scheinbar sich ablöst und so aussieht, als wäre es eigentlich alles Pilz, ist aber nicht. Riecht nicht, ist einfach nur Kunststoff, der uralt ist und jetzt da langsam abblättert. Überhaupt nichts Schlimmes. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das was Schlimmes sein soll. Wenn doch, irgendwo muss man sterben. Ja, Schlafsack. Funktioniert folgendermaßen. Man legt den Schlafsack drauf und man popelt quasi den Rucksack dann drumrum. Deckel drüber. Da. Und ich mache das dann immer so, dass ich dann immer erst ein bisschen den Reißverschluss zumache. Auf der einen Seite. Fast jeder Rucksack hat ja so einen Doppelreißverschluss. Auf der anderen Seite. Und wenn ich dann merke, okay, da ist potenziell noch Platz im Schlafsackfach, dann lockere ich immer noch ein bisschen Kompressionsriemen vom Schlafsack, der drin ist, weil den muss man ja nicht unnötig viel komprimieren, also nicht mehr als unbedingt notwendig. Kann man dann so ein bisschen da drin rumgreifen und versuchen, dass man an die Kompressionsriemen eben drankommt, dass der noch ein bisschen, ja, den Platz auch ausfüllt, ist ja auch fürs Trageverhalten des Rucksacks nicht schlecht, wenn der schön das Bodenfach voll macht. Möglichst optimal. Ist natürlich was anderes, wenn ich im Bodenfach noch irgendwelche Unterwäsche zum Beispiel unterbringen möchte oder noch eine Regenhose oder sonst wie, wenn ich weiß, dass das notwendig ist, weil der Platz ein bisschen begrenzt ist. Das ist ein 95 Liter Rucksack. Wem ich da erzähle, dass der Platz begrenzt ist, weil viele Leute machen halt irgendwie, keine Ahnung, auch eine 10-tägige Touren oder was in Skandinavien mit 75 Litern. Und da kann ich es nicht behaupten, dass mir 95 nicht reichen. Was müsste ich denn da für ein Zeug mitschleppen? Gut, ich bin ein etwas größerer Mensch. Ich hatte mal eine ziemlich kurz geratene Ex-Freundin, die hatte den großen Vorteil, dass die aufgrund ihrer recht kurzen Größe enorm kleine Kleidergrößen gehabt hat und wirklich auf minimalstem Raum ihre gesamten Klamotten in ihrem Rucksack verstauen konnte. Da war ich neidisch. Bei mir braucht das definitiv mehr Platz. Ach ja, Isomatte dran schneiden ist ja nun wirklich relativ selbsterklärend. Ich habe schon viele Varianten gesehen, wo die Isomatte befestigt wird. Es gibt Leute, die sind unten Träger, es gibt Leute, die sind über dem Kopf Träger, dass man sich das Ding wirklich auf den Deckel macht. Was ich überhaupt nicht leiden kann, das habe ich einmal ausprobiert, ist, sich das Ding an die Seite zu machen. Wir haben auf der einen Seite eine Isomatte hängen, auf der anderen nicht, das ist ja grauenvoll. So. Leider kriege ich das meistens irgendwie nur krumm hin, gerade bei diesem Rucksack, dass die auf der einen Seite irgendwie scheinbar ein bisschen mehr raussteht als auf der anderen, dann ist es aber trotzdem irgendwie wieder krumm und wird nicht gerädert. Gut, das war der Basisbau. Das mache ich immer als erstes, weil man den Rucksack dann schön hinstellen kann und dann in Ruhe von oben bepacken. Und da werde ich jetzt natürlich auch noch einen anderen Kamerawinkel nehmen, dass man das besser sieht. So, jetzt bin ich doch zur Handkamera umgestiegen, weil ich muss daher doch immer mal wieder reinleuchten, nicht, aber rein filmen. Also hier nochmal jetzt entsprechend
in Ben-Ego-Perspektive für die Gamer unter uns. Da kann man auch wieder sehen, das ist halt einfach ein alter Rucksack, aber der ist trotzdem nicht instabil. Das klappt schon noch alles. Gut, und da kommt jetzt rein, meiner Meinung nach, in folgender Reihenfolge, Topf. Und ich mache es dann meistens so, Sekunde, ich zeige es euch gleich. Topf kommt nach links, in die Ecke quasi, also an das Rückenteil. Dann kommt Benzinflasche rechts in die Ecke, ne? Also sozusagen die andere Ecke. Das ist ganz interessant, weil beides ist ungefähr gleich schwer. Tendenziell ist der Topf ein Ticken schwerer. Er wird natürlich im Laufe der Zeit deutlich schwerer, wenn die Benzinflasche weniger Inhalt enthält. So, den Bereich dazwischen auspolstern, damit das auch nicht in der Gegend rumfliegt, mit Klamotten. Weil die sind ohnehin leicht. Nach unten sollen erstmal relativ leichte Sachen. Das ist so eine Besonderheit von mir, dass ich mir Topf und Benzinflasche halt auch gleich nach unten mache. Es wäre eigentlich besser, wenn man sich den Fußraum komplett mit Klamotten ausstopft, dann Topf und Benzinflasche, die dann nochmal mit Klamotten fixieren. Aber dafür habe ich einfach nicht genug Klamotten. Das ist so das Hauptproblem. Deshalb, ich fülle das jetzt mal auf und dann halt mal wieder drauf. In meiner unendlichen Weisheit, ihr seht hier den Kameraschatten, habe ich jetzt noch die Stirnlampe aufgezogen, damit man auch besser sehen kann, wie ich das jetzt mache. Also, das ist jetzt einfach wirklich komplett quasi in einer Ebene ausgestopft, dass die Flasche sich hier nicht mehr bewegen kann, der Topf sich nicht mehr bewegen kann. Den Topf selber habe ich übrigens noch mit Socken und Unterhose ausgestopft, damit, also den gesamten Innenraum, da ist noch diverser Kleinkram drin, aber damit da nichts klappern kann, weil das nervt wahnsinnig beim Laufen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann man da natürlich schon noch irgendwelche zusätzliche Ausrüstung unterbringen. Man könnte jetzt aber auch noch mehr Klamotten reinfüllen, damit die dann halt alle, weil sie ja leicht sind, unten sind und dann halt noch diverse Dinge wie zum Beispiel ein Zelt da jetzt oben drauf packen. Wenn es ein längeres Zelt ist, stelle ich es normalerweise, wären da jetzt keine Klamotten, sondern dann würde das Zelt hier in die Mitte reinkommen. Ach, ich zeige euch das mal schnell. Ja, also mit Zelt, ne? Hier ist wieder Flasche, links ist Topf. Und da dazwischen, da ist jetzt natürlich kein Platz, weil da schon zu viele Klamotten stecken, hätte ich jetzt das Zelt untergebracht und würde jetzt quasi um das Zelt drumherum mit Klamotten jetzt hier dann noch ein bisschen auspolstern, dann wären Flasche und Topf unter den Klamotten schon verschwunden und würde dann um das Zelt herum diverse andere Dinge jetzt drapieren, wie dann eben zum Beispiel den Kocher und ja, aber das ist jetzt nur mal kurz einfach zum Erklären, wie es wäre, wenn man dann jetzt noch ein großes Objekt wie eben ein Zelt dabei hätte, was ja nicht der Fall ist, weil ich ja mit Tarp penne. Gut. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal zusätzlich Klamotten. Was habe ich denn da überhaupt noch? Es gilt der Grundsatz, leichte Sachen nach außen, also weg vom Rücken, schwere Dinge immer an den Rücken. Deshalb habe ich die Flasche auch so gut es geht halt eben an den Rücken, den Topf genauso wie gut wie es geht halt eben in die Rückenecke. Und das leichte Zeug kann man weiter nach außen bauen. Das heißt, man sollte jetzt auch solche Dinge wie eine Elefantenhaut, die tendenziell ja jetzt doch ein eher ein bisschen schwerer Gegenstand ist, eher an den Rücken legen als ganz nach vorne. Ganz nach vorne kann dann eher wieder, wenn man zum Beispiel noch ein T-Shirt übrig hat, mit dem man irgendwas ausstopfen möchte oder halt eben in die Mitte. Klamotten, da achte ich meistens nicht so sehr drauf. Die sind für mich Füllmaterial, damit halt keine großartigen Hohlstellen im Rucksack entstehen. Das ist auch für die Trageergonomie ganz bescheuert, wenn der irgendwo ja eine Hohlstelle hat und sich dann irgendwie komisch zusammendrückt. Gut, dann geht's weiter. Wir machen einen Kocher da rein. Den würde ich jetzt, der ist auch vergleichsweise eher ein bisschen schwer. So gut es geht halt eben rückennah, lege ich den jetzt mal da auf die Elefantenhaut drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt rechts, damit das Ding nicht nach links zieht, was ungefähr genauso schwer ist. Und das wäre jetzt bei mir eine Heringssäckchen und anteilig. Jetzt sieht es so aus. Das ist nicht ganz das, was ich gerade erklärt habe, aber trotzdem, ich habe die Elefantenhaut jetzt weiter nach links geschoben, die liegt jetzt hier drunter. Dafür ist das hier ganz nach rechts geschoben. Das ist auch noch ein bisschen schwerer als die Elefantenhaut, die Plane. Jetzt habe ich den Kocher hier links, weil er da gerade so gut reingepasst hat, habe hier rechts mit dem Heringsbeutel, den habe ich jetzt sogar noch ein bisschen weiter nach vorne gemacht, dass damit das Gewicht vom Kocher ein bisschen besser ausgleicht und habe jetzt hier einen relativ großen Hohlraum, wo jetzt noch irgendwas rein muss, was die Gewichtsdifferenz zwischen Kocher und Heringbeutel ausgleicht. Und das wäre jetzt, ich brauchte zwei Hände, um das jetzt schön zu verpacken, mein Hygienebeutel. Sekunde.
Okay, damit bin ich jetzt soweit ganz zufrieden. Ist eine schöne, glatte Ebene. Gewichtsausgleich passt noch nicht so hundertprozentig. Tendenziell müsste noch ein bisschen mehr rechts sein. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil ich habe hier ja noch eine Isomatte. Und die kann ich jetzt da auch so reinlegen, dass ich die tendenziell ein bisschen weiter nach rechts lege, also ein bisschen weiter nach links. Ihr seht, hier links ist noch Platz. Hier rechts, na, nicht mehr so wirklich. Hier habe ich noch gut, ja, man kann es ja sehen mit der Hand, ne? Gut Platz und da passt die nicht mehr dazwischen. Und damit müsste das gewichtstechnisch auch einigermaßen ausgeglichen sein. Jetzt ist es natürlich wieder uneben, damit das jetzt wieder eine schöne ebene Fläche gibt. Wäre jetzt gut, wenn man noch ein Kleidungsstück zum Ausstopfen hätte. Und das habe ich natürlich auch. Also das Zelt bleibt jetzt hier. Aber jetzt muss da noch die Kälteschutzjacke rein. Die ist natürlich relativ voluminös. Da brauche ich auch wieder beide Hände. Generell habe ich relativ weit oben immer noch ein größeres Kleidungsstück. Das kann man dann nämlich auch noch ein bisschen eben am Rand entlang nach unten stopfen. Sinn und Zweck der Veranstaltung ist einfach, dass es dann möglichst wenig Hohlräume im Rucksack gibt und das alles dann schön dicht ist. Hier haben wir noch die Isomatte. Hier hätte ich jetzt noch so einen kleinen Stauraum. Da würde ich jetzt normalerweise dann noch irgendeine Kleinigkeit reinstepfen. Jetzt habe ich die Kleinigkeiten aber noch nicht vorgesehen, im Rucksack zu verstauen. Aber beispielsweise wäre das jetzt eine wunderbare Ecke, um zum Beispiel noch ein Erste-Hilfe-Set reinzustopfen. Also dann mit entsprechend zwei Händen und Gewalt, aber nur so als Beispiel. Zum Schluss, also als vorletztes, kommt dann immer noch der Fressaliensack. Ich habe da gerne so einen, ja, relativ wasserfesten Sack, der den Rucksack gut ausfüllt. Dann hat man den nämlich oben schon abgeschlossen. Und wenn man jetzt hier die Schneeschürze ein bisschen hochzieht, sieht man, also der ist jetzt auch recht gut gefüllt. Natürlich ist da jetzt noch jede Menge Potenzial, nur weil der jetzt halbwegs voll aussieht, heißt das noch lange nicht, dass der voll ist. Also ein Rucksack ist erst dann voll, wenn man denkt, es geht nichts mehr rein, dann nochmal ungefähr was, eine Jacke reingestopft hat und dann denkt, es geht nichts mehr rein, dann noch eine Regenhose reingestopft hat und wenn man dann denkt, dass nichts mehr reingeht, dann ist er wahrscheinlich wirklich voll. Aber das ist noch lange nicht voll. Da würde man jetzt noch, auch da am Rande, vielleicht hier zum Beispiel, würde ich noch locker eine Regenhose vorne rein, vor den ganzen anderen Krempel gestopft bekommen. Allein wenn ich mit der Hand so weit runtergreifen kann, dann ist da noch ganz gut Potenzial. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz von außen an. Habe ich jetzt nicht überprüft beim Packen, aber man sieht, das ist hier eine relativ schöne glatte Fläche. Da sind jetzt keine wahnsinnigen Beulen zu sehen. Das ist ganz in Ordnung. Hier vorne auch. Da beult sich es ein bisschen aus. Das scheint aber nur Textilien zu sein. Das kann ich dann nachher noch ein bisschen eindrücken, wenn er fertig zu ist. Und auf der Seite auch eine recht glatte Angelegenheit. Bis auf hier ist eine Beule. Seht ihr das? Da müsste ich also jetzt demzufolge mit meiner Jacke oder meinen Fressalien noch ein bisschen runterdrücken. Auch natürlich wieder mit zwei Händen, dass dieser Hohlraum dann noch mit irgendwas aufgefüllt wird. Aber normalerweise würde da ja jetzt auch noch Regensachen raufkommen. Und mit den Regensachen könnte ich jetzt prima noch so einen Hohlraum zum Beispiel ausfüllen. Gut, das ist es aber jetzt auch. Da ich, wie gesagt, ja mehr noch nicht packen will, dann mache ich ihn noch schnell zu. Gut. Wir zogen den Sack entsprechend zusammen und spätestens jetzt sieht man, da ist noch Potenzial, ne? Also kann man richtig schön, hier ist noch locker und so weiter und so fort. Da hätte man ordentlich noch was reingekriegt, wenn man jetzt hier noch Druck ausübt und feststellt, dass sich das Ganze noch ein bisschen zusammendrücken lässt. Dann sieht man wunderbar, also da hätte noch einiges reingepasst. Erfahrungsgemäß kann man den Rucksack noch so hoch packen, ja, das ist schon nicht mehr im Bild. Da kriegt man wirklich noch einiges runter. Denn diese Schürze, die hier dran ist, die hat ja auch nochmal Riemen. Ich hoffe, man kann es gerade sehen. Ja, da ist er. Und den da kann man auch nochmal länger machen. Und dann könnte man die quasi hier oben in der Luft drauf machen und bis dahin eben das Ding noch vollpacken. Teilweise passt es dann nicht mehr in den Packsack, dann legt man es halt oben drauf. So Dinge wie Regenjacken oder ähnliches, das macht ja auch absolut Sinn. Gut, dann kommt der Deckel da eben drauf. Ich ziehe ihn dann meistens immer erst hinten an, wenn ich ihn vorher noch nicht in der passenden Einstellung hatte, die ich ja gerade verändert habe. Und dann muss man nur noch entsprechend die Schnallen zumachen bei diesem einfachen Rucksack. Alles schnell, einfach, gut, solide. Bisschen gucken, dass der Deckel auch gut abschließt. So.
So. Und jetzt könnte man den Rucksack auch schon aufziehen. Hier hinten hat er natürlich auch das obligatorische Deckelfach noch, wo man noch ein bisschen Kleinkram unterbringen könnte. Zum Beispiel theoretisch eine EDC-Dose, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, die im Rucksack zu haben. Die gehört selbstverständlich in eine Hosentasche. Ne? So. Ja, dann vielleicht noch ein kleiner abschließender Tipp. Wenn man nach einem Kilometer oder so laufen feststellt, dass der Rucksack irgendwie scheinbar nicht so wirklich gut richtig sitzt, also so nach 1 bis 1,5 Kilometer oder was, kann man das wahrscheinlich recht gut beurteilen. Dann ist man so ein bisschen eingelaufen und stellt fest, der hängt ein bisschen zu weit links oder ein bisschen zu weit rechts. Dann würde ich so früh wie möglich da dann halt in Gottes Namen nochmal eine kleine Pause machen. Muss man sowieso meistens zuerst nach so 1,5 bis 2 Kilometern, weil man noch irgendwelche Klamotten ausziehen möchte. Morgens war es kälter, als es dann ist, wenn man losgelaufen ist. Und entsprechend dann halt noch ein bisschen nachjustieren, halt irgendwie ein bisschen Material auf der einen Seite hinpacken, auf der anderen Seite nicht. Wenn es wirklich nur ganze Kleinigkeiten sind, um die es sich handelt, kann man es auch, wenn man wie ich seine Wasserflaschen immer hier außen in diesen Netztaschen aufbewahrt, dann kann man das auch ganz gut regulieren, indem man halt eben sagt, man lässt die eine Flasche jetzt, wenn man sowieso genug Wasser hat, leer und oder trinkt erstmal aus der einen, damit es dann wieder einigermaßen passt. Und dann kann man auch den Zeitpunkt, bis man hier drin wirklich was umpacken muss, nochmal ein bisschen nach außen hinauszögern. Und der Rucksack ist definitiv nicht zu schwer, wenn man das da noch problemlos damit machen kann. Rucksack rumwerfen ist auch immer ein hervorragender Test, um zu schauen, ob da alles sitzt und alles da ist, wo es hingehört. Weil wenn dann da drin was durch die Gegend fliegt, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Gut, und das, wie gesagt, soll es gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Abend. Hab noch ein paar andere Sachen, die ich theoretisch abdrehen müsste, aber ich krieg's nicht ganz auf die Reihe. Urlaub ist immer stressig. Muss noch die Wolfsvideos freischalten. Hochgeladen sind sie jetzt gerade. Also wenn ihr das seht, dann habt ihr die Wolf-Videos wahrscheinlich schon zur Kenntnis genommen, dass es die gibt. Also es ist eigentlich eins, aber es sind zwei Teile, weil es mal wieder eine so große Datenmenge ist. Ich schweife ab. Tschüss.